Unser Ziel im Koalitionsvertrag ist die Gigabit-Gesellschaft bis 2025. Wir wissen, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist, dass wir auch nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung der privaten Anbieter, der Politik auf allen Ebenen vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen erreichen können. Was wir dazu brauchen, ist natürlich eine gute Regulierung, die private Investitionen ermöglicht. Was wir auch bereitstellen wollen, ist eine staatliche Unterstützung im Sinne von Fördermitteln, dort wo eben kein eigenwirtschaftlicher Ausbau möglich ist. Und wir wollen alle Hemmnisse aus dem Weg räumen, die uns hindern, dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass wir das Ziel Gigabit bis 2025 gemeinsam erreichen.